So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Das ist Teil 2, ich mache nämlich doch 3 Videos. Das hast du nicht kommen sehen. Ihr habt ja gesehen, wie der Thomas hier einfach das Bier genommen hat und hat davon getrunken, wie die Shenaya das zweite Bier hat. Aber mein Süßigkeitenladen hat noch mehr. Hier gibt es einen exklusiven Tee-Adventskalender. Das war wieder mal Sandras Idee, weil du bist ja so der Tee-Typ, da freust du dich. Du hast gesagt die ganze Zeit, du willst schauen, dass du mal an so eine Pinata Colada Prime-Flasche kommst, ja. Die ist zwar schon leer, weil die ist ja damals ausgelaufen, deswegen durfte ich die ja kostenlos behalten. Und wenn du nur die Flasche gut fandest, dann gebe ich dir und schenke ich dir jetzt diese Flasche. Du bezahlst für diese Flasche immer noch 80 Euro im leeren Zustand bei eBay, bei Sammlern, weil die nur in Mexiko erhältlich ist. Ich fand sie alleine wegen den Farben schön, deswegen wollte ich sie haben. Dankeschön. So, ganz dünnes Regal steht. Und dann habe ich für dich, damit du auf deinem Kanal wieder mal schön testen kannst, hast du hier Tom-Yum-Rahmen. Du hast hier diese, keine Ahnung was das ist, du hast normale Red Super Spicy, da kann ich auch nichts lesen. Hier hast du auch noch irgendwas, das habe ich jetzt erst gekauft. Und hier hast du Yakisoba, die sind sogar, die kennst du, kriegst du die nicht gut. Kannst du haben, wenn du willst, die sind ja mit Mayonnaise, also mit dieser Samyang Mayonnaise direkt. Wir müssen, weil wir Bisaflor haben, mit Bisaflor haben wir Turdok gemacht. Dann haben wir Turdok gemacht, haben wir zwar noch nicht gemacht, ich gehe davon aus, aber wir machen das und hoffe, dass wir dann mit Turdok Glurak raiden können. Also auf zum Glurak oder zum Golden Gulak, denn das ist das Bier, was die Shenaya mitgebracht hat. Aber da brauche ich noch ein drittes Intro, nicht für das. Peace out, Vorhaut, bis gleich beim Glurak. So, wenn ihr wüsstet, wir haben das Turtok jetzt besiegt, müssen auf einen Glurak warten. Und hier im Snackboy gibt es einen Bierautomat, da steckst du hier einfach 2 Euro rein. Dann wählst du hier Nummer 17, 18 oder 19 oder 28 oder 29. Wir machen mal jetzt hier die 29. Geht nicht. Gut, wir machen mal die 17. Thomas, es funktioniert nicht. Was denn? Hast du das ist wieder mal eine Yentix Schuld, ich sage es dir. Die Nummer muss eingehen. Ja, habe ich doch maximaler Kredit überschritten. Hatte ich blicke gar nichts mehr durch. Ach, mein Geld ist zurück. Das ist aber kompliziert. Alles gut, beruhig dich. Hallo, bitte wählen. Guck, da mache ich jetzt erst die 17. Ich glaube, ihr müsst so einen Ausweis holen. Das war noch nicht mehr. Du hast 2 rein, ja? Zahl noch mal 2 Euro, ne? 2. Singen wir es durch. Ich glaub, Produkt wählen. Und was macht's? Nix. Das alles für Bier. So, ist es schon 13 Uhr. Ja, noch 5 Minuten Geld. Okay, okay, okay. Wir haben erfolgreich den Automat kaputt gemacht. Ärgert mich aber jetzt, dass der Automat kein Bier ausgespuckt hat. Ich hatte doch Dost. Und das gab's ja nie, Altersnachweise. Bis hin, das Geld rein, gedrückt, kam raus. Weil das die 5-Jährigen dann immer nachgemacht haben, musste jetzt Alter nachweisen. Und das funktioniert nicht. Geld rein, Ausweis, Produkt geht fertig. So, es ist 10. Ich schreibe mal hier kurz. Go. Eigentlich wollten wir ja nur so ein Stündchen. Dann haben wir ihn und Elena getroffen, aber war irgendwann um 10:30 oder so. Siehst du, jetzt sagt der Immensiens, denkt dran, die Attacke zu wechseln, wenn ihr ein gefangenes Turdok habt. Habe ich natürlich vergessen. Oh Mann! So, hier ist auf jeden Fall, hier ist gut was los. Hier sind Menschen. Wichtig ist, dass der Kaiser Kai jetzt dabei ist. Der hat mir nicht umsonst den Account mitgegeben. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist Giga Dynamax, das passt. Das ist, da ist Metagross drin, das macht ja gar keinen Sinn. Hier ist Pflanze, warum? Ach so, wahrscheinlich hat er nichts anderes. Mach mal hier so. Machst du jetzt das? Ne, das. Und das und das. Und hier machst du. Wasser, Wasser. Oh, da ist ein Nebulak drin, das darf nicht sein. So, hier, das Metagross muss raus. So, das sind die Kleinen. Hallo Jonas! Boah,
So, wenigstens einer freut sich. Was ist denn hier? Muss ich das ganze Zeug da wegtun? So, eben waren wir theoretisch 41. Da war es ja so, dass ich mit dem Kaiser im Account in der extra Lobby gelandet bin und habe gedacht, okay, der Dragonite meinte, er kann mit einem Kleinen raus, das ist kein Problem, den braucht er nicht unbedingt. Ist er raus, ich wollte rein, aber die Zeit war schon unter 10 Sekunden, also bin ich trotzdem in meiner einer Lobby gelandet. Jetzt konnte der Kaiser Kai gar nicht mitmachen, aber ihm war eh das Glurak wichtiger. Mensch, Sandra, ich hab vergessen, dir ein Handy zu geben. Jetzt stehe ich wieder da, wie der Pianist. Ne? Also, aber das geht schon. Wir sind ja, glaube ich, genügend. Da können wir so drücken und so machen. Und 109 Pokémon. Ich muss mal den Dragonite fragen, ob das bei Giga Dynamax Gengar dann auch vielleicht gemacht wird, dass man mal einen Tag das irgendwie bekriegen kann, dass man wenigstens eins fängt. Ich hatte keinen Bock auf das Feature, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn hier was los ist, dann macht das ja sogar Spaß. Ne? Kenne ich ja nicht. Ich bin da nicht im Discord, ich bin da nicht vernetzt. Ich komme nicht von hier, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber jetzt sage ich, wirkt das ganz gut. 102 Pokémon noch und es ist schon bei der Hälfte, also wir reißen hier die Hütte ab. Das ist richtig genial. Von hier sehe ich nichts. Super Wasserstoffblond. Alles gut, ja. Kennt ihr mal die Langhaarigen, die so rumschreien, also. So, wir hauen weiter drauf hier auf das Glurak. Das Glurak sieht wahrscheinlich auch am besten aus. Dann kommt das Turdog und am schlimmsten sieht das Bisaflor aus. So wäre jetzt meine, das wäre meine Top 3. Ansonsten machen wir jetzt hier alles kaputt. Im Wiener Stadtpark befinden wir uns gerade. Gefühlt. So. 83 Pokémon noch übrig. Das ist ja krass. Das ist krass, das finde ich gut. So muss es sein. Oh, die Arme, weil die Mauer ist zu hoch. Die muss hier unten sein, dass man so macht und nicht so. Da ist es immer so. So, jetzt gucken wir mal durch, was wir hier alles haben. Überspringen. Genau. 16, 19 ist das höchste hier. Ich habe 15,47 und 16,50. Tja, dann ist 16,19 immer noch das höchste hier. Das versuchen wir jetzt mal einzutüten. Machen extra so. So. Zweiter Ball. Nicht, dass wir wieder einen Meisterball nehmen müssen. Ein Glurak möchte ich einfach haben, der Rest ist mir dann wurscht. Sag mal, die Marie hat jetzt schon Mittag gegessen beim Philipp oder beim Dings. Oh, das ist ja komisch, wenn wir jetzt dann essen gehen wollen. Die muss da zugucken. Ich weiß, aber dann muss sie ja zugucken. Hast du Hunger, Jenna? Ja. Hast du Bock? Mit 3 Stunden Zeit habt ihr noch 3 Stunden lang essen jetzt. Das wird richtig fett. Auf diesen Tag. Der Thomas entscheidet, weil der Thomas ist der Bauch. Und der Thomas kennt ihr doch gar nicht. Der muss aus dem Bauch heraus entscheiden. Der folgt dem Geruch und dann sagt er, da gehen wir jetzt rein. Essen. So. Ja, das Glurak sieht aus, als wäre es ein Geist-Pokémon irgendwie. Das lodert, das flambiert, das schnabbert. Wir haben noch 5 Bälle. Ey, wenn der jetzt nicht drin bleiben will, muss ich meinen zweiten Meisterball verwenden. Vorhin hat irgendjemand gesagt, der hat einen Shiny, oder? Das war auch Thomas, glaube ich.
Thomas, du hast vorhin einen Shiny gehabt, oder? Auf irgendeinem. Ah, haben wir gar nicht gezeigt. Hätte man zeigen können. Hätte man sagen können und zeigen können und machen können. 3 Bälle habe ich noch. Wo soll es denn noch hinführen? Sag mal, die wehren auch gar nicht ab, oder? Und bewegen sich nicht. Die sitzen einfach nur da. Ciao, mach's gut. Ciao. Er kommt schon wieder raus. Hui, noch 2 Bälle. Das kann ich nicht riskieren im letzten Ball. Da muss ich den Meisterball nehmen. So blöd es klingt. Er ist wieder raus. Schon wieder. Last Ball. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss einen Meisterball nehmen. Für Bisaflor hatte ich den Meisterball. Für Tourdog habe ich jetzt auch einen Meisterball. Also es ist peinlich, ich weiß. Keiner macht das, aber... Ich habe nur diese eine Chance auf diesen einen Raid. Die Dinger sind nur 2 Tage da. Ich gebe kein Geld aus, ich cash da nicht rein. Ich musste Partikel von Freitag auf Samstag mit reinnehmen. Samstag einmachen, Partikel zu Sonntag mit reinnehmen. Zweimal sammeln hin und her. Jetzt ist der hier und es ist 3 Sterne. Ah ja, es ist 3 Sterne, aber es ist das Einzigste, was ich machen kann und was ich jetzt habe. Tai war beste Freunde, da brat mir einer einen Storch, genial. Das machen wir weg, das machen wir auch weg. Dann glaube ich, sind wir fertig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Guck mal, da ist der Konstin, guck dir die an, hier sieht man da was. Zack, mit der Münz. Und hier ist der Jenner. Der Jenner. Auch mit der Münz. Da ist der Thomas. Da hinten ist der Diver. So. Habt ihr Giga Dynamax Raids gemacht? Dann schreibt's mal rein. Wie viel wart ihr? Wie schwer war es? Habt ihr einen Shiny bekommen? Bis zum nächsten Mal und ciao.